herzlich willkommen zurück hier auf der Riesenbank. Ja, ich bin noch nicht schlauer, ihr seid es vielleicht, aber wir werden gleich herausfinden, was ich denn da drüben vielleicht verkehrt oder auch nicht verkehrt gemacht habe. Wir stoppen jetzt also hier mal rein und probieren mal, was denn hier so schönes passiert, wenn ich denn jetzt auch dreimal drüber fahre. Das gleiche wie drüben. Okay. Naja. Ja, in diesem Sinne weiß ich auch nicht. Wir werden das jetzt einfach hier einmal durchwenden, zetten, kehren, wie auch immer. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie wir mit dem Sparda an der Stelle dann jetzt zurechtkommen. Ansonsten wünsche ich euch natürlich ein. Ja, hoffentlich kommt es erholsames Wochenende. Und ich hoffe, ja, ihr hattet noch einen schönen Freitag und seid jetzt dann in eurem Feierabend angekommen. Ja, und hier, wie gesagt, wir sind ja straff dabei, dann unser Sigo dem nächsten einzufahren. Also ich denke mal, um jetzt mal ein bisschen vorzugreifen, wir haben morgen am Samstag noch eine Folge. Und das heißt, wir werden wahrscheinlich dann erst nächste Woche mit dem Einfahren beginnen. Genau, also wir werden heute in der Folge, denke ich, auf jeden Fall hier mit mit den Wänden, Aufwänden hier fertig und werden dann anfangen mit dem Spaten und dann dementsprechend werden wir das dann in der morgigen Samstagsfolge noch zu Ende führen mit dem Spaten. Ich glaube dann, vielleicht haben wir noch die Zeit und können ein paar Vorbereitungen und Treffen fürs Einsenieren, aber das mit dem Spaten wird uns auch noch ein paar Minuten beschäftigen, deswegen genau. Und im dümmsten Falle, das wissen wir jetzt aktuell noch nicht so richtig, werden wir hier vielleicht doch auch gezwungen sein, dann irgendwie doch heute rauszumachen. Ich sag, das war überhaupt nicht der Plan eigentlich, aber ja. Diese kleinen, wahrscheinlich Heunester, die sich hier da immer zwischendrin verstecken. Ich hoffe mal, sie machen uns keine Probleme, aber wir werden das dann, ja, wie gesagt, ich denke in weiterer Folge heute noch sehen, weil wir werden ja doch nicht fertig. Und wenn nicht, dann sehen wir es auf jeden Fall morgen, was das mit uns ja macht, diese ganze Sache. Jedenfalls, wenn man hier ertragstechnisch, wie man sieht, denke ich auch nicht schlecht unterwegs. Lass mal schnell. Hat sich denn jetzt, nachdem wir. Hat sich nicht verändert. Nachdem wir jetzt gezettelt haben, hier, dass ob sich da irgendwas verändert hat. Vom Ertrag her, aber nee, hat es nicht. Das waren übrigens auch nur 305 Liter, also das wären am Ende 450.000, nicht 500.000 dann, wie ich das gesagt hatte. Ich glaube, gestern hatte ich das nochmal mitgesagt, aber ja, auf jeden Fall ungefähr so das theoretische Ziel, wenn das alles so klappt. Ja. Die ersten Mod-Vorstellungen kamen ja von Marius diese Woche jetzt auch schon. Ich hoffe, ihr seid damit auch soweit zufrieden. Ich hoffe, er kann euch da ein bisschen was zu den Mods eben erklären, kann es euch ein bisschen zeigen. Und ja, lasst da auch, wie gesagt, unter den Videos sehr gerne euer Feedback da oder auch Anregungen zum Kanal. Im Endeffekt lesen wir alle Kommentare dann ja. Ja. Das
das angesprochene Video zu unserer Innomate-Walze von LSM. Da das ja wird wahrscheinlich eventuell kein Video werden, sondern wir haben jetzt schon mal überlegt, ob man das vielleicht in eine Streamform packen könnte. Wir wollen bloß ja, schauen, dass wir dann auch ein paar Mann quasi wirklich sind, die im Stream da sind, die Fragen dazu stellen können, weil sonst ist es halt für uns tatsächlich doof. Deswegen sind wir da noch am Überlegen. Und noch ist sie ja auch nicht, im Modhub erschienen. Die ist im Testing, müsste die momentan noch sein. Und wenn das dann, wie gesagt, soweit ist, vielleicht wird es sogar. Vielleicht wird das sogar jetzt dann dieses Wochenende schon was. Ich merke gerade theoretisch, wenn das Video hier kommt, also ich nehme das ja nicht am Freitag auf, vielleicht ist da die Walze sogar dann schon draußen. Und ja. Vielleicht kann ich euch einfach nächste Woche schon was Näheres sagen, oder es wird dieses Wochenende sogar schon was mit dem Stream. Bleibt da einfach auf dem Laufenden, abonniert den Kanal, schaut auf Instagram vorbei, wenn da irgendwas Besonderes ist, tue ich das auch dort ankündigen. Ich lade da jetzt nicht jeden Tag hier die Videos hoch, was kommen, aber wenn irgendwas Besonderes ist, dann kommen da auch Infos, also sowas wie den, wenn das mit dem Stream klappen würde, das würde dort auf jeden Fall gepostet werden. Da könnt ihr euch sicher sein. Und nee, wie gesagt, ansonsten hier abonnieren, Instagram abonnieren. Dort bleibt ihr auf jeden Fall dann auf dem Laufenden, wenn was kommt. Zwei Bahnen, da drüben noch 3-4 Stück. Und dann war es das hier. Also das schaffen wir auf jeden Fall in der Folge noch. Da bin ich mir doch ziemlich sicher. Hochschalten. Hochschalten, sagt er und bleibt fast stehen. So. Nochmal drüber. Jetzt, wie gesagt, ertragstechnisch sieht es hier wirklich gut aus. Also drüben auch und hier dementsprechend auch nicht schlecht eigentlich. Da wo es wirklich quasi einmal nur aufgewendet hat, hier, da liegt ja schon ansatzweise eine ordentliche Matte, ordentliche Schicht dort. Ja, von der Seite her bin ich eigentlich nicht pessimistisch. Jetzt dauert es nicht mehr lang. Noch ein, zwei Minütchen. Na gut, vielleicht muss man dann umgespannt haben. Ja, ich denke, wir werden auf jeden Fall noch aufs Feld auf die Wiese kommen mit dem Sparer in der Folge, und dann werden wir schon mal kurz probieren, was denn die Sache ist. Da werden wir auch wieder den Deutz dafür nehmen, für den Sparer, und den Ladewagen dann dementsprechend, den wird der Fett fahren. Und fürs Silo selber müssen wir mal schauen, ob wir, da bin ich mir auch sehr sicher, ich habe keinen Silo-Verteiler oder so gerade am Hof. Da müssen wir mal schauen, ob wir uns entweder was mieten können oder mal zum Ausprobieren irgendwas kriegen. Das aber, wie gesagt, wird dann sowieso wahrscheinlich erst nächste Woche relevant werden. Genau, das schauen wir dann mal. Jetzt fahren wir erstmal zurück zum Hof.
ja, den Schwader, den Wender lasse ich erstmal an der Waschplatte stehen, glaube ich. Ja, so machen wir das. Dann fahren wir mal hier rückwärts in die Halle rein. Ja, da erstmal abhängen. Zack, so. Einmal umgedreht. Dann fahren wir mal an unseren feinen Seitenschwader heran. Da kann man ruhig noch fahren, wenn es geht. Ja. Das ist das Suche. Einmal anhängen, Zapfwelle und die Schläuche. Dann sind wir eigentlich schon bereit. Ich bin ja wirklich gespannt. Oh, knappe Sache. Was da uns gleich da oben beim Sparen erwartet. Erste Spur nach innen. So. Anschalten. Runterlassen. Dann machen wir hier ein bisschen runter mit dem Terminal. Und schauen mal, was hier passiert. Das sieht auf jeden Fall nach einem sehr großen Sport aus, was uns da dann erwartet. Hier ist das alles noch nicht so das Problem. Interessanter wird es jetzt zum Beispiel schon mal hier vorne. Was macht er da jetzt? Irgendeinen komischen Mischmasch-Sport, würde ich behaupten, oder? Nee, wer hat das wieder? Also noch kann ich keine klare Tendenz sehen, wenn ich ehrlich bin, was hier passiert. Ja, da zum Beispiel jetzt dieses. Wahrscheinlich Heu oder was es auch immer ist, liegen lassen. Aber mir wegen lieber liegen lassen, als und dann ja, einfach bei der nächsten Ernte dann irgendwo mit rumliegen haben, als dass wir jetzt wieder hinkommen müssen, gegen Bäume fahren, das ist zum Beispiel auch ein Problem. Aber ihr habt erstmal gesehen, in welche Richtung es das hier ungefähr führt. In diesem Sinne bedanke ich mich wieder vielmals fürs Zusehen. Kommt gut ins Wochenende. Und ja, wir sehen uns dann morgen zur letzten Folge für diese Woche auf der Riesenbeck wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.